Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Unter dem Motto »Was liest du?« treffen sich Buchbegeisterte regelmäßig im Krummen Haus, um gemeinsam einen unterhaltsamen Abend zu verleben. Am Welttag des Buches, dem 23.04., wurde wieder herzlich zu einem vielseitigen Abend im Krummen Haus eingeladen. Um 19 Uhr trafen sich begeisterte Leserinnen und Leser, um sich bei einer Tasse Tee über Bücher auszutauschen. Und was liest du? Unter diesem Motto treffen sich die Leserbegeisterten hier regelmäßig, um sich auszutauschen. Welches Buch war Ihr All-Time-Favorite, das Sie schon mehrere Male verschlungen hatten? Was lesen Sie gerade? Ist es fesselnd oder eher zäh? Zwei der Teilnehmer an diesem Abend waren der 13-jährige Finn-Luca Bremer und der 17-jährige Jonas Kröger. Sie beide sind immer gerne dabei und bereiten auch zu jedem Treffen ein Buch bzw. eine Geschichte vor. Ich komme auch hierher, weil ich es liebe, mit anderen meine Interessen zu teilen oder zu zeigen, was lese ich gerne, was lesen andere. Was lesen andere ein bisschen älter oder im ganz anderen Alter und sich dann auch in diesen verschiedenen Altersgruppen auszutauschen über die Bücher. Wie sehen andere das Buch? Wie sehe ich das Buch? Und ja, es ist spannend zu sehen, wie andere in anderen Altersstufen das sehen. Also ja, ich teile auch gerne so Informationen, die ich lese. Ich weiß, ich lese zum Beispiel Bücher, die mehr für Kinder geeignet sind, aber die auch ein bisschen mehr brutaler sind, so wie Grimms Märchen. Aber ich meine, es ist auch interessant zu gucken, was so bekannt ist, was nicht so bekannt ist. Ich lese schon etwas die unbekannteren Sachen, weil ich glaube, keiner würde jetzt sagen, ach ja, ich kenne die Geschichte vom Mädchen ohne Hände. Ja, also das ist so mein Ding. Also ich mag es auch schon mit anderen zu teilen, von anderen zu hören was. Und auch diese ganzen Besprechungsrunde, so von allgemein, nicht nur über Bücher. An den Abenden stellt jeder sein jeweiliges Buch vor und liest einige Seiten daraus. Dann wird gemeinsam über das Buch und die Handlung diskutiert. Wir haben Finn, Luca und Jonas gebeten, in wenigen Sätzen die Geschichte des jeweils anderen wiederzugeben. Die magere Hand. Zieht euch um und breitet die Spannbettlaken über die Stühle. Das Buch, was Finn vorgestellt hat, handelt von Percy Jackson. Dort suchen sie an den gestohlenen Kelch von den Göttern, der Zeus sehr wichtig ist, und müssen auf verschiedene Abenteuer gehen. Was er vorgestellt hat, da waren sie in den Spielladen von Hebe, der Göttin der Jugend, gekommen, wurden aus Versehen oder mehr mit Absicht verjüngert und waren dann von Killerhühnern verfolgt. Ich lache, das war einfach so witzig. Ja. Bei seinem Buch ging es um eine Bauerntochter. Die vom Teufel heimgesucht wurde durch ein Versprechen des Vaters und dann die Hände verlor, auch dabei, und dann von zu Hause wegging. Sie lernte dann einen König, also einen Prinzen kennen, glaube ich, und sie heirateten und lebten lange und glücklich in dem Schloss. Bis dann der König und der Ehemann dann wegzog oder wegreiste. Und dann ein Briefwechsel stattfand und der böse Teufel, der dann auch für die Hände sorgte, Briefe tauschte und dafür sorgte, dass die Tochter und deren Kind, neugeborenes Kind, getötet werden sollten. Wobei aber dann die Mutter des Königs gesagt hat, flieht in die weite Welt und dann kommt nie wieder und dann in einem Haus von einem Engel aufgenommen wurden, 7 Jahre lang, bis dann schließlich der Prinz nochmal 7 Jahre weiter die beiden wiederfand und dann sie wieder weiterleben zusammen. Der Welttag des Buches ist im Übrigen ein von der UNESCO ins Leben gerufener Aktionstag, der weltweit das Lesen, Bücher und die Kultur des geschriebenen Wortes feiert, sowie die Rechte ihrer Autoren unterstützt. An diesem Tag wurde auch die Aktion »Ich schenke dir eine Geschichte« deutschlandweit in Buchhandlungen durchgeführt. Das Ziel dieser Initiative ist es, Kinder jedes Jahr mit Geschichten, die ihre Interessen ansprechen, für das Lesen zu begeistern. Diese Begeisterung möchten auch die beiden jungen Bücherliebhaber weitergeben. Plötzlich hatte ich eine neue Theorie, warum Satyre halb so schnell altern wie Menschen, aber ich beschloss,
jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, über das Thema zu diskutieren. Es ist wichtig, mal in eine andere Welt abzutauchen, mal für sich zu sein. Und auch wenn man ein Buch hat, was einen sehr interessiert, kann es auch manchmal selbst sehr helfen. Wenn man irgendwelche Probleme im Alltag hat, kann man die wegdenken, in dem Fall auch, wenn man irgendwelche Krankheiten hat oder einfach nur so, wenn man Stress hat, wie ich jetzt in der Schule manchmal. Es ist spannend, es sorgt auch mal für Abwechslung im Alltag, sodass man jetzt nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt und mal in eine andere Welt, wo es spannend, voll actiongeladen oder auch nur einfach entspannt irgendwo ist. Und das hat schon so einen Nervenkitzel, dass man nicht weiß, worum es geht, aber trotzdem in einer anderen Welt ist. Also man nicht selbst ist, sondern eine Geschichte liest, wo man weiß, es könnte so passieren, es kann so passieren, man kann sich seinen eigenen Rest dazu denken. Ja, was zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen Film und Buch ist, bei Filmen, da ist einem irgendwie alles vorgeschrieben und bei Büchern kann man sich es ja schon vorstellen. Das ist zum Beispiel was Tolles, so wie Finn gesagt hat, entkommen vom Alltag. Und das hilft auch einem, selbst kreativ zu sein. Wenn man zum Beispiel selber Schriftsteller werden möchte oder selber Geschichten schreiben kann, dann kann man ja auch zum Beispiel Inspiration von Büchern nehmen. Und das finde ich sehr toll im Bücherlesen. Der nächste Termin für Und was liest du? Findet am 11. Juni um 19 Uhr im Krummen Haus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und es kann auch gerne einfach nur den Geschichten der anderen gelauscht werden. Liebe junge Comic-Fans bis 12 Jahren, aufgepasst! Am Montag, dem 13. Mai, könnt ihr in der Stadtbibliothek im Krummen Haus neue und spannende Comichefte kostenlos erhalten. Die einzige Bedingung ist, das von dem Team gestellte Rätsel zu lösen, das sich natürlich um eure Lieblingscomichelden handelt. Das Krumme Haus ist zum ersten Mal beim Gratis-Kids-Comic-Tag dabei und freut sich riesig darauf. Die speziell für diesen Tag gedruckten Comics bieten Kindern bis 12 Jahren teilweise sogar exklusive Geschichten, die das besondere Angebot für kleine und große Sammler. Das Krumme Haus hat von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr für euch geöffnet. Der Kulturverein Rühn e.V. hat auch in diesem Jahr wieder zur großen Schnitzeljagd eingeladen. Eine abenteuerliche Schnitzeljagd, organisiert vom Kulturverein Rühn e.V., lockte bei herrlichem Wetter jung und alt in die malerische Natur des kleinen Dorfes. Mit Karten und Hinweisen bestückt begaben sich die Teilnehmer auf ein Abenteuer durch historische Gassen und idyllische Plätze. Die Schnitzeljagd gibt es schon seit circa 15 Jahren und die machen wir immer mit Begeisterung, egal ob es regnet oder Sonnenschein ist, natürlich bei Sonnenschein viel schöner. Wir sind auch schon durch die Wiesen gestapft und in den Wäldern umher geirrt, aber dieses Jahr war sehr viel Wasser und dieses Jahr haben wir uns entschieden, sie nicht durch den Wald zu schicken, sondern nur durch unseren kleinen Ladenweg. Aber die Strecke ist trotzdem lang genug. Sie werden etwa alle circa 3 Stunden wandern. Und 3 Stunden wandern ist natürlich ganz was Tolles, wenn man das so sieht. Und wenn man sieht, dass man von 9 bis 12.15 Uhr starten kann und alle Viertelstunde wird gestartet, das ist natürlich was, wo man sagt, wie viele Menschen daran teilnehmen. Ansonsten haben immer circa bei 160 bis 180 Personen teilgenommen. Dieses Jahr nehmen fast 230 Personen teil, also ist schon ein riesiger Unterschied. Kinder rannten voller Eifer, während die Erwachsenen die nostalgische Atmosphäre genossen. Bei jeder Station warteten knifflige Rätsel und lustige Aufgaben, die Teamarbeit und Kreativität erforderten. Madeleine und Familie sind begeistert, dass die Schnitzeljagd wieder stattfindet. Heute sind wir das zweite Mal dabei und wir sind animiert worden durch eine Kollegin von mir. Wir kommen aus Rostock und haben gesagt, mal aus der Stadt raus, ein bisschen Dorf und Natur erleben. Und deswegen, das hat uns letztes Jahr so gut gefallen, haben gesagt, dieses Jahr sind wir wieder dabei. Vom Kloster aus ging es zum Ladenweg und von dort aus über Stock und Stein. Entlang der Strecke kamen die Gruppen auch an der Badestelle Sülzfuhl vorbei. Dort hatte sich die Feuerwehr mit einigen spannenden Stationen positioniert. Auch eine kleine Wegzehrung vom Grill gab es für die Teilnehmer. Hier kamen alle auf ihre Kosten. Also ich bin jetzt das erste Mal dabei mit meinem Vater.
Und ja, ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt, aber ich freue mich. Mir gefällt besonders halt die ganzen Stationen und so und das macht auch sehr viel Spaß und ja. Die Jagd endete schließlich nach 17 Stationen mit einem fröhlichen Zusammentreffen bei der Rühner Feuerwehr, bei dem die Gewinner geehrt und alle Teilnehmer mit köstlichen Leckereien belohnt wurden. Das, unser Krankenhaus unterstützt uns und da werden wir dann das Essen an der Feuerwehr geliefert kriegen. Und von hier aus, wir sehen, hier ist die Station 13 erst und das sind 17 Stationen. Also ist das noch von hier aus noch ein Stückchen weiter. Und das muss man sagen, müssen sie natürlich alle dann noch durchmachen. Diese Schnitzeljagd war nicht nur eine Gelegenheit, das Dorf zu erkunden, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, die Gemeinschaft zu stärken und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Willkommen zu den Kulturnews. Alles neu macht der Mai und das auch in der Städtischen Galerie Wollhalle. Mit der aktuellen Ausstellung unternimmt die Städtische Galerie Wollhalle quasi eine Reise zu ihren Wurzeln. Am 2. Juli 1818 fand in dem Speicher der erste Wollmarkt in Güstrow statt. Der war so erfolgreich, dass das Gebäude um 2 Stockwerke erweitert wurde. Nun zeigt Ines Baumgart in dem Haus ihrer Ausstellung Wolle weiß nicht. Darin zeigt die bildende Künstlerin eine Vielzahl von aus Merino-Wolle gefertigte Objekte, aber nicht nur. Das ist Wollweiß, wie die Farbe weiß. Es ist ja auch zum größten Teil alles weiß. Und das nicht mit Fragezeichen am Ende bedeutet denn eben auch, dass es nicht alles aus Wolle ist, nicht alles weiß ist. Dass man sich da halt auch, dass man nicht so die komplette Erwartung hat, da habe ich jetzt nur Wolle. Mhm. Ja. Es ist aber so, wenn man Wolle hört, denkt man ja auch automatisch an Handarbeit, an das, wie wird diese Wolle verarbeitet, wozu wird sie verarbeitet. Das Ganze hat man ja dann sofort im Sinn. Und es gibt hier Wolle und es gibt dann halt Objekte, die aus anderen Materialien so verarbeitet sind, wie man halt mit Wolle auch umgehen würde. Neben Wolle verarbeitet die Künstlerin auch Textilien, Papier, Weidenäste, Draht und sogar Beton. Diese Materialien aus dem täglichen industriellen und handwerklichen Gebrauch kombiniert Ines Baumgart miteinander zu Körpern, Flächen oder Fragmenten. Es wird ja immer die Wolle genommen und daraus werden dann irgendwann Fäden gemacht und die Fäden werden verarbeitet und diese Verarbeitung ist immer eine Netzstruktur. Wenn man das, jedes Gewebe, was man hat, wenn man das auseinanderzieht, ist es ein Netz. Und das ist dann so weiterführend auf das, was dann hier noch zu sehen ist. Es sind halt Objekte, die aus Netzen bestehen und mit verschiedenen Handarbeitstechniken eigentlich gearbeitet sind. Für Ines Baumgart ist die Ausstellung eine Rückkehr in ihre Geburtsstadt Güstrow. Also ja, ich bin hier geboren. Ich bin dann hier auch zur Schule gegangen, Kindergarten und dass das eben alles so war. Ne? Piekschule, Baderschule, Dimitrovschule, habe dort schon nebenbei gemalt. Wir hatten an den Schulen ja auch viele Möglichkeiten, in Arbeitsgemeinschaften kreativ zu sein. Und war hier auch an der PH in so einer kleinen künstlerischen Gruppe, wo eben Kinder, die dann ja, das konnten oder machen wollten, zusätzlich zur Schule halt noch Dinge lernen konnten. Das hat mich eigentlich auch ein bisschen geprägt. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich Balak geprägt hat, weil ich da zur Schule gegangen bin. Ne? Das ist halt, glaube ich, nicht so. Obwohl ja viel auch dafür spricht, weil das ja eben auch Skulpturen sind. Ne? Seit 2001 wohnt und arbeitet Ines Baumgart in Leichlingen bei Köln. 2013, als die Kinder aus dem Haus waren, erfüllte sie sich einen lang gehegten Wunsch und nahm ein berufsbegleitendes Studium an der Kunstakademie Essen auf. Im März 2019 wurde sie dort Meisterschülerin und schloss im gleichen Jahr ihr Studium erfolgreich ab. Seit dieser Zeit arbeitet Ines Baumgart als freiberufliche bildende Künstlerin.
Ihre Ausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle endet am 1. September mit einer Finissage. Wer Ines Baumgart persönlich kennenlernen möchte, hat dazu die Gelegenheit am 28. Juli während eines Künstlergesprächs. Vor einem Jahr gründeten Christine Sobeck und Carlo Leopold Broschewitz den Kunstraum Rund 3. Seitdem ist er ein beliebter Treffpunkt für Kunstliebhaber und Sammler. Der Kunstraum liegt nur einen kurzen Spaziergang von der ehemaligen Künstlerkolonie Schwan entfernt und bietet lichtdurchflutete Ausstellungsräume im Obergeschoss. Broschewitz, Absolvent der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, präsentiert seine Werke regelmäßig national sowie international. Christine Sobeck arbeitet als Kunsthistorikerin für die Ernst-Barlach-Museen in Güstrow und ist auch als freie Kuratorin tätig. Rund 3 hat sich auf Kunstpositionen aus den Zentren Berlin, Leipzig und Halle spezialisiert und präsentiert Werke, die in Mecklenburg-Vorpommern selten zu finden sind. Die nächste Ausstellung unter dem Titel Status Quo präsentiert 7 künstlerische Positionen. Der Name Rund 3 symbolisiert die Offenheit für die Vielfalt der beteiligten Künstler und Projektmitwirkenden. Die Vernissage findet am 11. Mai um 16 Uhr statt. Sehnsucht nach Atem. So lautete der Titel des diesjährigen Kunstwettbewerbes der Nordkirche. Sehnsucht nach Atem. Unter diesem Motto stand der 3. Kunstwettbewerb der Nordkirche. Die festliche Preisverleihung fand am 26. April im Bützower Rathaus statt. Insgesamt 56 Werke wurden eingereicht. Mehr als im vergangenen Jahr, stellte Dr. Anna-Luise Klavs fest. Die Pastorin und Künstlerin hatte den Wettbewerb organisiert und zeigte sich mit der Teilnahme und den Rahmenbedingungen zufrieden. Also was ich besonders schön finde, das ist das Thema. Wir haben, denke ich, mit den Arbeiten, die gewonnen haben, 3 wunderbare Spiegelungen dieses Themas, Sehnsucht nach Atem. Und ich glaube, das ist einfach was, was gerade dran ist. So, und da freue ich mich sehr, dass da so viele Künstlerinnen dazu Position bezogen haben. Und im Vergleich zu den anderen Kunstwettbewerben war es jetzt so, dass wir den ersten Kunstwettbewerb außerhalb der Corona-Pandemie gemacht haben. Also das war ein Format, was begonnen hat in der Zeit, in der Künstlerinnen gar keine Einnahmen hatten und auch meist keine Ausstellungen bewerkstelligen konnten. Und dann haben wir damals gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall gerne das Thema Kunst wachhalten. Und jetzt ist es das erste Mal, dass es trotz Aufhören, dass der Corona-Pandemie weitergeht sozusagen und wir einfach die Themen, die jetzt gerade dran sind, weiter stricken. Bevor aber die Preise vergeben wurden, las die Mecklenburger Schriftstellerin Helga Schubert aus ihren Büchern. Die 84-Jährige hat über die Jahre mehrere Preise erhalten und stellte unter anderem ihr neues Buch »Der heutige Tag« vor. Darin geht es um eine Frau, die ihren kranken Mann pflegt. Da der Mann an Demenz leidet, zählt für ihn nur der jeweils heutige Tag. Für die musikalische Untermalung der feierlichen Preisverleihung sorgte die Musikerin Volker Holly Schlott mit dem Saxophon, die den Deutschen Jazzpreis 2023 erhielt. Auch wenn von allen Teilnehmern nur 3 einer der begehrten Preise erhalten konnten, hätten alle gewonnen, sagte Bischof Tillmann Jeremias in seiner Laudatio. Schließlich sei ein Schaffensprozess bei allen Künstlern in Gang gekommen. Allerdings haben alle Künstler sehr unterschiedlich das Thema Sehnsucht nach Atem umgesetzt. Prämiert wurden Arbeiten verschiedener Genres. Christine de Boom, geboren in Röbe und heute in Kleingörnow zu Hause, hatte eine fotografierte Porträtserie auf Video eingereicht. Sie nannte sie Durchatmen. Renate Schürmeier aus Bernsdorf bei Grevesmühlen überzeugte die Jurorin mit einem Mobile aus Weichblechdosen und Transparentpapier mit dem Titel Blau. Und schließlich hatte Jakob Grosse-Obhoff aus Rostock eine Skulptur in den Wettbewerb eingebracht, die mit Hilfe eines Motors über Zahnräder bewegt wird und dadurch eine Tüte scheinbar mit Atem füllt. Der Künstler erzählt selbst. Also ich habe die Skulptur schon fertig gehabt, da habe ich die Ausschreibung für den Kunstwettbewerb tatsächlich gesehen. Und diese Skulptur, die hatte vorher den Arbeitstitel Frische Luft oder ähnliches, aber ich war gar nicht so richtig zufrieden. Und dann habe ich diese Ausschreibung gesehen und habe gedacht, also das kam als E-Mail und im Betreff stand Sehnsucht nach Atem und ich dachte, das ist doch der Titel für meine Skulptur. Und dann habe ich weitergelesen und gesehen, dass es da eine Kunstausschreibung für gibt hier von der Nordkirche. Und so habe ich mich dann darauf beworben, weil ich finde, der Titel, der passt einfach perfekt für diese Arbeit.
Was sagen Sie jetzt, dass Sie auch einer der Preisträger sind? Ich freue mich natürlich riesig und bedanke mich ganz herzlich bei allen Juroren und bei dem gesamten Team hier. Und ja, bin sehr glücklich darüber, dass ich das hier auch ausstellen darf. Und ja, dass auch die Laudatien waren super, also da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche entfaltete in seiner Laudatio die theologischen Dimensionen des Mottos Sehnsucht nach Atem. Atem sei in der Bibel gleichbedeutend mit Geist, auf Lateinisch Spiritus. So könne sich niemand Atemluft selbst holen, sondern sie werde, wie der Akt des Atems selbst, geschenkt. Die fachliche Laudatio hielt die Hamburger Kuratorin und Kunsthistorikerin Zara Hasson Taheri. Sie hatte sich im Vorfeld mit den Künstlern unterhalten und daraus ihre Worte formuliert. Sehnsucht nach Atem, das ist ein Thema, das beschäftigt uns alle, vor allem natürlich in der heutigen Zeit. Und ich finde, die KünstlerInnen haben das ganz großartig umgesetzt, ganz unterschiedlich auf ihre Art und Weise. Und bei jedem, also habe ich wirklich gespürt, diese Sehnsucht, dass gerade jetzt so ein bisschen dieses Durchatmen, diese Pause, innehalten. Also das hat sich praktisch wie ein roter Faden durch alle drei Arbeiten gezogen, natürlich ganz unterschiedlich dargestellt, als Videoarbeit, als Installation oder eben als Skulptur. Aber im Endeffekt haben sie alle eben die gleiche Botschaft, diese Sehnsucht nach Atem einfach nochmal zu veranschaulichen und uns bewusst zu machen, wirklich so einen Spiegel vor Augen zu halten, okay, wer bin ich? Wo stehe ich heute? Und sich von all diesen Geschehen, die uns jetzt heutzutage leider auch ein bisschen drucken, loszulassen und einfach durchzuatmen. Die Werke der Preisträger, dazu weitere ausgewählte, werden nun in einer Wanderausstellung zu sehen sein. Begonnen wird in Bützow in der Stiftskirche. Die drei Preisträgerinnen, die haben wir heute in der Preisverleihung gesehen, und alle anderen 15 insgesamt, eine Auswahl von 15 Kunstwerken, die werden zunächst erstmal in der Stiftskirche in Bützow gezeigt bis zum 17. Mai. Und dann geht diese Wanderausstellung weiter nach Hamburg, nach St. Jakobi, und wird dann dort noch bis Mitte Juli gezeigt. So werden also noch viele Menschen diese Werke zu sehen bekommen. Und alle Künstler dürfen sich jetzt schon auf die vierte Ausgabe des Kunstwettbewerbs der Nordkirche freuen, der in 2 Jahren geplant ist. Am 11. und 12. Mai öffnet das Messegelände in Mühlengeetz zum 6. Mal seine Tore für Oldtimer-Fans. Dort können Liebhaber und Interessierte aufwendig restaurierte Schätze vieler Marken und Modelle bestaunen. Neben einer Vielzahl von Programm-Highlights wie der Motocross-Freestyle-Show und Live-Musik bietet die Veranstaltung auch eine Sonderschau Tuning in Zusammenarbeit mit den Car Fanatics MacPom, und Kinder können sich bei Harrys Schraubeneck auf verschiedene Mitmachspiele freuen. Die Oldtimer-Tage Mühlengeetz sind somit ein Event für die ganze Familie, das Oldtimer-Tuning und Unterhaltung vereint. Ich hab neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert, und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt. In dem Land, in dem für immer Frühling ist, darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr, alle sind willkommen. Kein Boot, das sinkt im Mittelmeer. La 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 la. In dem Land, in dem die Winter nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosa rot. Kinder an die Macht. Alle Waffenspeicher leer, in dem Land, in dem die Sommer kühler sind, hab ich keine Angst zu sagen.
ich fühl. Das Herz und auf der Zunge, die Sonne auf der Haut. Keiner ist im Soll, sag mir einfach, was du brauchst. La 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 la. Wenn ich in meinem Bett abends einschlaf, träume ich davon, von dem Land, in dem immer Frühling ist, von dem Land, in dem ich noch was fühl, von dem Land, in dem die Sommer grüner sind, von dem Land, von diesem Land. Willkommen beim Sport. Der sensationelle Durchmarsch der zweiten Männermannschaft vom TSV Bützow Abteilung Handball im Landespokal führte sie ins Final Four, wo sie im Halbfinale auf den SV Warnemünde trafen. Lange Zeit agierte die Mannschaft auf Augenhöhe mit den Warnemündern, die künftig übrigens in der Oberliga spielen werden. Zur Halbzeit stand es noch 9:9 und kurzzeitig führten die Bützower das Spiel, mussten sich jedoch am Ende geschlagen geben. Eine knappe Entscheidung brachte sie um das Finale. Eine sensationelle Leistung, die die Männer dort erbracht haben. Die Herren vom GHV standen am Ende im Finale, wo sie ebenfalls auf die Warnemünder trafen. Auch sie mussten sich geschlagen geben und freuen sich über ihren zweiten Platz im Landespokal. Noch bis zum 30. Juni können sich 86.000 Sportvereine für die Sterne des Sports 2024 bewerben. Der Wettbewerb sucht Initiativen mit gesellschaftlichem Engagement, die sich in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Integration, Klimaschutz, Digitalisierung und Vereinsarbeit engagieren. Die Finalisten werden im Januar des kommenden Jahres in Berlin ausgezeichnet, wobei die erstplatzierten Vereine 10.000 Euro erhalten. Die Bewerbung erfolgt einfach und digitalisiert über die Plattform www.viele-schaffen-mehr.de/sterne-des-sports. Dort geht die Anmeldung bis zum 30. Juni. Ja, da komme ich auch schon an. Ja, hallo und herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute will ich mal richtig angeben. Wir haben umgebaut. Wir haben unsere Erdenfläche erweitert. Wer das früher kannte und vor einem Jahr noch, das war so eine Ecke gewesen, wo man nicht wirklich hingefunden hat und wo es ein bisschen enge war. Jetzt haben wir hier Platz. Und zwar so viel Platz, dass wir hier über 70 Paletten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate und was ich der Gärtner noch so braucht haben. Wir haben über 60 Sorten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate, Hackschnitzel und die tollsten Sachen überhaupt. Ich heb's mal hoch.
Wir haben sogar den Goldstaub des Kleingärtners, nämlich original Zingster Rinderdung. Leute, wer hier nichts findet, findet woanders auch nichts. Vielen Dank, bleibt bei uns oder kommt her. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir haben Wohnungen in allen Stadtteilen Güstrows. Ein Großteil davon befindet sich in der Nord- und in der Südstadt. Wir achten darauf, dass unsere Bestände regelmäßig gepflegt werden. Dabei führen wir Instandsetzungsarbeiten sowohl in vermieteten Wohnungen durch, als auch vor jeder Neuvermietung. Dabei behalten wir die energetische Situation im Blick. Eine energieeffiziente Modernisierung bedeutet, dass unsere Gebäude ein Wärmedämmverbundsystem erhalten. Das heißt, sie werden quasi eingepackt. Das senkt nicht nur den Energiebedarf eines Gebäudes, sondern der Mieter spart auch Heizkosten. 9 Millionen Euro investieren wir jedes Jahr in unsere Bestände. Hättet ihr das gewusst? In den letzten Jahren haben wir allein in der Lerchenstraße unsere Objekte mit 155 Wohnungen modernisiert. Für uns bedeuten diese Bauvorhaben immer eine umfangreiche Planung und das Setzen von Prioritäten. Dabei betrachten wir unsere Baumaßnahmen immer als großes Ganzes. Und wir führen auch Maßnahmen durch, die man von außen nicht sieht. Wie zum Beispiel die Strangsanierung. Für unsere Häuser im Bärstammweg 1 bis 4 und 21 bis 24 sind die Modernisierungsmaßnahmen bereits im vollen Gange. Beide Häuser sind noch nicht saniert. Es besteht also Handlungsbedarf. Ebenfalls werden das Dach, die Versorgungsstränge und die Balkonbrüstung erneuert. Die Versorgungsleitungen werden im Bereich Sanitär und Elektro erneuert. Damit minimieren wir zum Beispiel das Risiko für Rohrbrüche. Außerdem erhalten unsere Häuser einen neuen modernen Anstrich. Wir modernisieren im bewohnten Zustand. Dabei ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Mietern, den Firmen und uns ganz wichtig. Im Vorfeld führen wir hier Haus- und Wohnungsbegehungen durch, um den aktuellen Zustand aufzunehmen und aufkommende Fragen zu klären. Im Bärstammweg werden 2 Häuser mit insgesamt 80 Wohnungen modernisiert. Dafür investieren wir rund 3,4 Millionen Euro. Für alle Beteiligten ist dies natürlich eine besondere Herausforderung. Erfahrungsgemäß haben die Mieter bei solchen Baumaßnahmen immer gemischte Gefühle. Wenn Staub, Lärm und Dreck dann aber vorbei sind, finden sie es toll. Willkommen beim Wetter. Heute Abend überwiegt eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 13 und 8 Grad. Nachts ist es ebenfalls überwiegend dicht bewölkt bei Tiefstemperaturen um die 5 Grad. Auch am Mittwochmorgen ist es bedeckt bei Werten um die 5 Grad. Mittags zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von maximal 17 Grad. Am Abend und in der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen zwischen 15 und 7 Grad. An Himmelfahrt scheint die Sonne am Morgen und der Himmel ist blau bei Temperaturen um die 7 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist es leicht wolkig, die Sonne zeigt sich aber immer wieder bei Höchstwerten um die 19 Grad. Am Abend und in der Nacht überwiegt eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 16 und 11 Grad. Hier geht es weiter mit unserer aktuellen Ausgabe der Sprechstunde. Im Anschluss eine neue Folge von Mit Charme und Schürze, diesmal zu Gast der Musiker Hübi. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, kommt vorbei!